So, zuerst wird jetzt hier diese Schlaufe gezogen, dann immer schön um die eigene Achse gedreht. Da entsteht dann die kleine Kordel, siehst du? So. So, und da muss man halt gucken, wie lang man die haben will, die Kordel. Dann kann man hier einstechen oder da einstechen. Und mit einer Kettmasche durch das Ende durchziehen. Und dann sieht man, wie hier, die kann man auch noch mal ein bisschen gerade ziehen, die kleine Kordel für den Bart entsteht. So, und dann zieht man wieder lang, kann auch mal länger, wie man Lust hat. Drehen, 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 drehen. Und wieder in die nächste. Das ist ja bei dem Nikolaus der Kopf, ne? Da ist ja dann noch mehr Gewebe als jetzt hier bei meiner angehäkelten Kante. Also kann man dann auch noch in die nächste Reihe gehen. Also quasi dann hier drunter weitermachen. Da. So, noch einmal. Was filmst du denn? Filmst du auch die Masche? Denn ich sehe, dass du am Rand filmst. Man sieht die Nadel gar nicht mehr. Ja, wenn du auf den Laptop drauf gehst, Ja. filme ich natürlich nicht den Laptop mit. Ja. Gut. Ja. Jetzt kann ich das Video wahrscheinlich so nicht mehr abgeben, oder doch? Man kann auch hier noch mal einhängen und dann da. Also Kettmaschen oder feste Maschen, das geht eigentlich alles. So. Macht dann aus.